Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und einer weiteren Folge von Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir sind immer noch bei der Verschwörung der Schatten, dem großen Coup. Haben das erste Kapitel erfolgreich geschafft mit unserem Mage und sind jetzt im zweiten. Haben auch schon die Hälfte hinter uns, aber die ersten drei Runden sind ja super leicht. Wobei die eine wäre schon tricky gewesen. Aber sind auch kurz, man hat nicht viel Leben. Rakanishu gegen den Robohopser 3000. Ach, Robohopser, war das nicht das Ding, was immer stärker wird? So, die Hand ist schon mal schön, wobei den würde ich eigentlich eher später benötigen. Deswegen gucke ich mal, ob ich dafür vielleicht eine vergleichbare kriege. Okay. Puh, ein 5-3er mit überwältigen. Oh, 5-5. Wählt ein Diener, mischt 3 Kopien davon in euer Deck. Für 2 Mana. So, ich glaube, den töte ich lieber, bevor er sich kopiert. Sehr gut. Fünf Runden muss ich sogar warten. Zu jedes Zuges. Ob er mich angreift? Schade, dass ich durch den Effekt nicht zweimal könnte. Vielleicht mischt er sich eher ins Deck. Okay. Nächste Runde kommt sein Pirat. Zack, zack. Nächste Runde will ich, glaube ich, Zauber spielen. Dann mache ich so. Hey, gute Tickets sind nicht billig. Bei Todesröchtern ein giftiger Schleim. Nicht so geil. Okay, auch wenn er nicht angreifen kann, sein Effekt kommt trotzdem durch. Schaden der zufällig auf alle Feinde. Und das passiert zweimal. Ist eigentlich nice. Die beiden. Ach, das noch. Überwältigen. Er würde Karten ziehen. Zauber ziehen und Glück haben. Aber dann könnte ich mir trotzdem nicht leisten. Weil selbst wenn ein Blitz drin ist, ein Eisblitz, würde der dann noch 1 kosten. Ruf deinen giftigen Schleim mit 1-1 Eifer herbei. Das heißt, selbst wenn er es in seinem Zug macht. Zeigt mir, was ihr könnt. Das nicht. Also könnt ihr den töten. Nee, aber der wird bestimmt mit seinem überwältigen Typen angreifen. Sonst würde der Effekt ja nicht gelten. Ach, hätte ich mir sparen können. Daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Na, macht's doch so rum. Scheiße. Fünf. Nee, klappt leider nicht. Dann mache ich doch so. Wenn ein Diener stirbt, ruft ihr einen Zufälligen mit den gleichen Kosten. Den gleichen Kosten, das wäre für den natürlich nice. Aber ob ich so lange noch überlebe, bis ich den spielen... Obwohl, hätte ich diese Runde spielen können, Mist. Maximales Chaos. Könnte ich also nächste Runde spielen. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Oh nein! Da ist er, der Hopser. So, wenn ich das mache, kostet nur 1. Sein 5er ist zwar auch nervig,
Aber sein Dings würde mich jetzt gerade nicht so ärgern. Warte mal. So könnte ich den Fünfer zerstören. Maximales Chaos. Zack, habe ich einen starken. Und damit den Fünfer weg. Oder das und den. Nee, ich mach so. Und so. Jetzt wird er zwar trotzdem seinen Zug machen. Und ihn killen. Ja, habe ich mir gedacht. So, für jede Karte, die ich ausspiele, werden 3 Karten vernichtet von ihm. So, dann mache ich erstmal den und dann... Elementar. Mit den niedrigsten Kosten in eurer Hand. Das wäre der. Oder wenn ich den spiele, nee, dann mache ich lieber so. Weil dann spiele ich noch eine Karte aus. Er zieht einen Zauber. Okay, dann Chaka den nächsten. Schön, da war sein Hase dabei. Er hat kaum noch Karten. So, aber sein Damage ist auch böse. Hä? Woher hat er jetzt... Ach so, er hat den. Ach, er mischt nur Diener damit. Jeder mischt 3 Kopien ins Deck. Er muss ihn nicht ins Deck mischen. Das hatte ich nicht gesehen. Scheiße, damit würde ich nächste Runde sterben. Kacke. Den kann ich nicht spielen, dann hätte ich ihn töten können. Mist. Beim Diener plus 3. Damit kann ich seinen töten. Das ist doch gut. Warte mal, wenn ich so mache. Wenn ich das auf ihn mache mit 4, kann ich damit ihn töten. Und ihn angreifen. Oder ihn angreifen. Mache ich. So ist besser. Oh, Mist. Er verwertet keine Karten weiter. Ich hatte gehofft, ihm jetzt so noch Schaden machen zu können. Bis er 3 auf der Hand hat. Okay, aber das wird ihm noch zum Verhängnis. Ah, Mist. Einen Diener. Nicht mal seinen eigenen. Kacke. Das kann noch nachteilig werden. Wenn ich das mache, sind alle Diener tot. Ich habe noch 7 Karten zum Ziehen. Nee, das hebe ich mir noch auf. Greife ich nur an? 2 Schaden kommt durch. Welche hat er reinkopiert? Er hat eine mit einem Trank reinkopiert. Das ist nicht nett. 6, 8, 10. Wenn ich nämlich so mache... Ah, nee, dann kriege ich zu viel Damage. Kann ich nicht riskieren eigentlich. Ich kann nur hoffen, dass ich ihn irgendwie so rankriege. Nützt mir das irgendwie was? Warum nicht? Ein Zauber abwehren und eine Kreatur kriegen. Ah, das wird knapp. Oh, damit kriege ich schön Damage nächste Runde. Ah, sehr nett. Habe ich jetzt auch so geschafft. Weil das sind schon mal 5 und mit dem kriege ich ja nochmal plus 4. Das soll eine Waffe sein. Die Zukunft gehört uns. Damit.
Knapp, aber geschafft. So, was haben wir hier? Inspiration ist immer gut. Zauberschadenverstärker. Leitspeicher zu Beginn eures Zugangs. Den finde ich eigentlich auch sehr nett. Und Elementare habe ich ja jetzt auch einige. Der ist cool. Den habe ich schon. Der muss nicht sein. Tja. Nee, ich mach den. So, machen wir gleich noch die nächste Runde. 10 Minuten, ja, wird es wahrscheinlich über 20, 22, aber vielleicht haben wir ja Glück. Rakanishu gegen Xurios. So, der ist recht teuer. Und den Vierer, riskiere ich den Vierer. Hätte ich eigentlich. Naja, 2, 3, 4 ist auch okay. Sieben Runden warten. Okay, es war eine starke Karte. Zauber kosten 0 in dem Zug, in dem sie gezogen werden. Mhm. Hinfertig gewählt werden. Aber es würde mir jetzt nichts nützen, außer ihm 3 Schaden zu machen. Magierzauber. Das kann jetzt alles sein. Okay, kostet bei uns beiden 7 Runden. So. Karten ziehen, wir haben gleich viel. Ich könnte auch so machen, dann würde ich Rüstung kriegen oder so und angreifen. Aber an sich ist die auch stark. 2-4 für 3 Mana ist okay. Nein. Okay. Er könnte mir jetzt eine klauen. Bei Spiegelgestalt. Oder zerstören. Aber hier geht es ja um den Kampfschrei-Effekt. Kriege ich 2 Tränke. Und dann in Kombination mit den beiden ist das eigentlich ziemlich nice. Er hat immer noch kein Monster. Es könnte aber auch sein. Na gut, ich mach mal den. Okay, ist nichts passiert. Zurück ins Nichts. Okay, eins hat er wieder. Ich kann 3 Schaden machen. Und ihn wenigstens einfrieren, das würde ja schon reichen. Oh nein. Naja, zu viele Karten wollte ich hier nicht ziehen, aber ich habe nicht eine gezogen durch sie. So, was machen wir? Ich glaube, ich mache einfach so und so. Ach so. Das ist natürlich weniger geil. Oh nein, ich hätte einfrieren können, habe ich nicht drauf geachtet. So, jetzt haben wir ihn hier wieder. Feind ich 2, lohnt nicht. Könnte ordentlich Damage machen. Lasst uns. Aber ich glaube, ich mache erstmal so. Ich lasse euch am Leben. Runter damit. Gehe ich auf Schaden? Eine
neue Akquisition. Leben verdoppeln. Neutralisiert. Auch das Chaos hat einen Zweck. Das ist mies. Was mache ich da am besten? Den würde ich tot kriegen. Dafür kriege ich aber einen zusätzlichen Zauber. So, der Dings ist weg. Ich könnte... Achso, der macht doch gar nicht so viel Schaden, sehe ich gerade. Ich könnte ihn erstmal pushen. Eins, zwei, habe ich noch sechs. Noch ein Zauber. Bis zum Ende des Zuges. Zumindest kann ich dann habe ich zwei, drei ausgegeben und drei Zauber gespielt und dann den kriege ich sechs zusätzliche. Würde sich aber nicht lohnen. Das wieder dieses Zerstreuen ist, das wäre halt kacke, wenn ich den jetzt pushe und der den dann verstärkt. Dann mache ich doch einfach erstmal... Die können sowieso nicht von Dings angegriffen werden, also hat der sowieso keinen Effekt. Das soll eine Waffe sein? Ihr hattet eure Chance. Okay, so. Feuerheilen habe ich nicht dran gedacht. Den könnte ich aufheben. Komm, ich mach mal. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ein Dings ist. Helden angreifen macht nicht viel Sinn. Achso, jetzt könnte ich... Achso, geht leider nicht. Friert einen Feind ein, ob er dann nicht nach oben wieder geswitcht wird. Wenn ich den Leben verdopple, müsste er mit beiden angreifen, um ihn zu zerstören. Außer er hat einen Zauber. Ich habe sechs. Wie viele Zauber habe ich diesen Zug schon gemacht? Eins... nicht mehr gespielt. Also zwei könnte ich ja noch. Aber selbst mit einem Zauber würde ich schon zwei Karten kriegen. Dann bin ich bei fünf, bin ich bei sieben. Mit zwei Zaubern bin ich bei neun. Könnte also noch eine Karte ziehen. Lohnt sich das? Nee, ich komme, ich mache lieber... Achso, kann ich jetzt nicht, weil er... Na toll. Weil es kein Feind ist. Okay, also die kann ich jetzt sowieso nicht spielen. Ich könnte höchstens auf ihn nehmen. Ich könnte auch das noch machen. Dann zieht jeder vier Karten. Aber ich glaube, das wäre eher nachteilig. Aber ich habe kein Mana verschwendet und habe eine zusätzliche Kreatur. Meine Aufgabe hier besteht nicht im Warten. Scheiße. Ach ne, hätte ich ihn nicht benutzen können. Gleich wieder. Oh nein. Achso, er hat er sich ja geklaut. So, was mache ich jetzt am schlausten? Den könnte ich schon spielen. Lohnt sich eigentlich nicht. Vor allem könnte er ihn sich vielleicht klauen. Wobei, an sich kann es nicht sein, weil er hatte ja dieses Dings, diesen Zauber, wodurch er alle Geheimnisse ins Spiel gebracht hatte. Und er hatte... Es ist also entweder zerstäuben... Ach, ich weiß es auch nicht. So, den könnte ich töten, den nicht. Oder den und dann so. Aber das könnte ich auch so machen. Fertig! Okay, friert einen Feind. Zack, das lohnt alles nicht.
Habe ich nicht gesehen, dass ich so einen hier noch hatte. Sehr schön. So, wie viel Zauber habe ich jetzt gemacht in diesem Zug? Eins. Zwei. Würde ich vier Zauber kriegen, bin ich bei 10. Nee, mach ich nächste Mal. Ein Diener an 8 Schaden zu. Mist. Dann sollte ich den ziemlich schnell töten. Allen Dienern. Wenn ich das mache, kann ich zweimal. Mache ich 4 Schaden. Er hält nur 6, 3. Ich habe nichts, was Damage macht. Aber aufhalten wäre auf jeden Fall wichtig. Aber alle Diener, das heißt, meine sterben auf jeden Fall. Das heißt, den sollte ich definitiv noch nicht spielen. Fünf. Drei, vier, okay, ja, passt. Halt, warte. Plus 3, also mache ich es so. Wen soll ich töten? So, und jetzt könnte ich noch mit 4 Mana hantieren. Oder den Starthand, lohnt sich aber nicht. Ich glaube, davon habe ich mehr. Und davon. Asche zu Asche. Sechs, sieben Karten hier da noch. Okay, schaffen wir das. Damage auf jeden Fall. Das kostet nichts. Warum eigentlich? Für Zauberschaden erhöht. Kostet weniger für Diener, die gestorben sind. Könnte ich immer noch spielen, aber jetzt möchte ich den mal machen. Sehr geil. Schmelz dahin. 3, 6, 8. Damit könnte er ihn sonst töten. Mache ich lieber so. Und davon lohnt sich eigentlich nichts. Dann hole ich mir doch lieber schon mal hier einen Zauber. Jedes befreundeten Dieners auf die Hand. Perfekt. Und der kostet ja dann auch viel weniger. Flackern, frieren oder funkeln? Wertloser Schund. Aber ich nehm's trotzdem. So, damit mache ich 3 Schaden, 4 Schaden, 5 Schaden, 6 Schaden. Okay, reicht nicht. Eine Kopie jedes befreundeten Dieners. So, ich könnte jetzt 8 ausgeben oder ich kann das machen. Und dann kosten die nur noch 6. Dann habe ich auch Rast ausgegeben, habe aber trotzdem einen Schaden noch mehr gemacht. Das mache ich auch, glaube ich. Süße Essen. Lass die Schmerzen sprechen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Einen muss er mindestens töten. Lol, er geht voll Damage. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Zack, für einen Diener einen Schaden zu. Freunde sind Fackeln.
Und tschüss. Nette Runde. Wahrscheinlich auch nur gewonnen wegen dem Riesen. So, wir können Brust zweimal Zug einsetzen und sie kostet eins weniger. Ich glaube, das werde ich nehmen. Das ist zwar auch nett, aber das eher nicht so. Gut, wir sind bei 25, 26 Minuten fast. Machen wir erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal.